Tief in den Straßen der Stadt lauern unheimliche Geschichten und unerklärliche Phänomene. Hinter verschlossenen Türen und in dunklen Ecken verbirgt sich das Grauen. Tauche ein in eine Welt voller Legenden und Mythen, in der das Unreale real zu sein scheint. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei The Captain Phil. Heute möchte ich mit euch mal wieder in einem staubigen alten Buch blättern, das voller Legenden und Mythen steckt. Voller Sagen. Unter einem meiner letzten Videos hat Max Hitman kommentiert und hat einige Wünsche geäußert, die ich gerne in meinen Videos aufnehmen möchte. Den Anfang macht heute ein Berggeist aus dem Riesengebirge. Mein Vater hat mir selbst diese Sage sehr oft erzählt, wo ich noch ein Kind war, und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dieses Video für euch zu machen. Es geht natürlich um den Riesen Rübezahl, wie ihr es schon am Titel oben oder unten erkannt habt. Eine der bekanntesten Sagen aus dem deutschsprachigen Raum, ursprünglich aus dem Riesengebirge stammend. Auch von dieser Sage gibt es wieder sehr viele unterschiedliche Versionen. Wir wollen uns heute allerdings eine Version anschauen, und zwar die bekannteste Sage rund um Rübezahl, und zwar die von Johann Karl August Museus. Er veröffentlichte diese Sage erstmals 1783 in seinem Buch Volksmärchen der Deutschen. Die Version von Museus ist eine der bekanntesten und einflussreichsten Varianten der Sage des Riesen Rübezahl. Sie wurde seitdem mehrfach adaptiert und variiert und trug natürlich zur Verbreitung der Sage im deutschsprachigen Raum bei. In dieser Version wird auch erklärt, woher der Name Rübezahl stammt. In Museus Version der Sage entführt Rübezahl die Königstochter Emma und versucht, ihre Sehnsucht mit Rüben zu stillen, die jedoch bald verwelken. Emma verspricht Rübezahl ihre Hand, wenn er ihr die Anzahl der Rüben auf dem Feld nennt. Rübezahl zählt und zählt, aber kommt immer wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und so kommt es, dass Emma auf einer Zauberrübe zu ihrem Prinzen Ratibor flieht, und während sie davonfliegt auf diese Rübe, ruft sie Rübezahl den Namen Rübezahl zu. Und das ist eigentlich der ursprüngliche Kern, der ursprüngliche Punkt, woher der Name Rübezahl stammt. Rübezahl selbst wird oft als Berggeist oder eben Riese beschrieben, der entweder ein freundlicher Helfer oder ein grausamer Schrecken sein kann. Sein Aussehen variiert je nach Version der Sage und Erzählung. Die Moral und Botschaft hinter der Sage Rübezahls hängt auch von der Version und der Erzählung ab. In den meisten Erzählungen allerdings wird Rübezahl als Beschützer der Natur und der Menschen dargestellt. Er hilft ihnen, wenn sie ihn respektvoll behandeln und die Natur achten. In anderen Versionen allerdings wird Rübezahl als rachsüchtiger Geist dargestellt, der die Menschen bestraft, wenn sie ihnen Schaden zufügen oder ihn beleidigen. Was ich allerdings festgestellt habe, als ich mir die ganzen Rübezahl-Sagen durchgelesen habe, ist, dass eine der häufigsten Botschaften die ist, dass man die Natur respektieren soll und eben Acht geben soll auf die Natur, um sich von den Konsequenzen eines unachtsamen Umgangs mit ihr zu schützen. Allerdings muss man auch sagen, dass in einigen Erzählungen Themen wie Demut, Ehrlichkeit und Fairness behandelt werden. Und das war auch schon das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal an Max für deine tollen Vorschläge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao, euer Captain Phil.